Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen. Und heute wollen wir uns einmal den Livestream anschauen, der gestern lief, zwischen Robert Gutschauer, dem Lead System Designer, und Julia Fredrickson, der Community Managerin. In dem Stream haben sie ein bisschen darüber geredet, welche Änderungen demnächst so auf die Klassen, auf welche Klassen vor allen Dingen, zukommen. Es ging auch genau um so Klassen, aber sie haben vor allem ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, warum bestimmte Abläufe so sind, wie sie sind und warum auch, ja, sagen wir mal, ein Bug, der gemeldet wird, nicht sofort gelöst werden kann. Also da ging es mehr so darum und nicht, was sind die nächsten Klassen oder so. Ganz spezifische Aspekte von Klassen wurden nicht besprochen. Das lohnt sich einfach, haben sie gesagt, nicht für einen Stream. Und es wird auch kein Stream pro Klasse geben, wo dann nur der Magier zum Beispiel besprochen wird oder ähnliches, sondern es ist mehr so ein grober Überblick und in welche Richtung geht es. Darum soll es gehen. Ich werde die wichtigen Dinge, die mir wichtig sind, aus dem Stream ansprechen, falls ihr anderer Meinung seid. Falls ihr sagt, Kada, das hast du vergessen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr findet in der Videobeschreibung, findet ihr auch den Link zum Twitch-Stream. Dort könnt ihr ihn euch nochmal vollständig anschauen und ihr findet auch bei mir Timestamps, sodass ihr zwischen den Aspekten hin und her springen könnt, die euch interessieren. Zuerst einmal ganz kurz zu Robert Gutschauer. Er ist schon echt lange dabei. Seit 1996 arbeitet er für Wizards of the Coast. Also er ist wirklich schon ein alter Hase. Er hat bei Neverwinter gearbeitet, für Star Trek Online hat er gearbeitet und jetzt bis vor kurzem, 2021, war er entsprechend bei Magic Legends. Das ist krachen gegangen und deswegen ist er jetzt wieder zurück bei Neverwinter und macht momentan sehr, sehr viel um die Klassen, um Balancing und interagiert scheinbar sehr, sehr viel mit dem Forum. Gerade das ist ihm auch sehr wichtig, wenn es um Balancing geht, wenn es um Bugfixes geht, zu gucken, wo sind wirklich die großen Probleme und hat er Dinge auch wirklich gefixt, wenn er einen Bug gefunden und bearbeitet hat. Also er ist sehr, sehr viel im Forum aktiv und interagiert da auch sehr, sehr viel mit den Spielern. Ein wichtiger Aspekt, den sie angesprochen haben, ist, dass der momentane Fokus in der Bearbeitung der Klassen immer auf eine Klasse pro Modul liegt. Das heißt, jetzt mit dem neuen Modul, was am 14.06. live gehen wird, wird viel beim Baden bearbeitet worden sein und die anderen Klassen nicht. Danach soll es dann zur nächsten Klasse gehen, die viel Liebe braucht. Das wird der Zauberer sein. Und dann wird viel da gearbeitet, aber nicht bei den anderen Klassen. Und dann wird entsprechend, so ist momentan der Fokus, immer eine Klasse nach dem anderen, damit wirklich hier an vielen Dingen gearbeitet werden kann, nicht auf viele Klassen verteilt werden muss. Dann, das haben sie auch gesagt, die wirklich limitierende Ressource, die sie haben, ist Zeit. Sie haben ja einen relativ strikten Zeitplan, wann neue Module rauskommen müssen und in der Zeit müssen sie dann auch solche Dinge wie zum Beispiel Balancing oder Bugfixes bearbeiten. Und die Zeit ist halt einfach auf 24 Stunden pro Tag begrenzt. Das ist leider so. Und es kann natürlich auch immer sein, dass durch unvorhersehbare Dinge plötzlich doch eine andere Klasse in den Fokus gerückt werden muss, weil irgendetwas ganz, ganz viel kaputt macht oder weil neue Game-Breaking-Bugs auftauchen oder einfach weil irgendwelche anderen unvorhersehbaren Dinge intern passieren. Deswegen geben sie auch keine hundertprozentig klaren Abläufe. Jetzt kommt diese Klasse, dann kommt diese Klasse. Es gibt keinen Fahrplan, sondern ne, es wird so ein bisschen auf Sicht gefahren, um auch flexibler zu sein. Wie ich schon sagte, jetzt mit dem nächsten Modul Drachentöter wird eine große Überarbeitung des Barden stattfinden, denn der ist sehr, sehr buggy, hat Robert auch gesagt. Da gab es sehr viel mehr zu tun an Bugfixes als an Balancing, weil es gar keinen Sinn gemacht hat, irgendwelche Zahlen zu verändern, wenn die eh nicht so ankommen, wie sie sollen. Gerade der Heilerpfad schien sehr, sehr kaputt zu sein und da hat er geschätzt 60-70% der bekannten Bugs behoben. Auf dem Preview wurde hier auch schon viel testbar gemacht. Offensichtlich ist noch nicht alles behoben, aber er hat die Sachen bearbeitet, die wirklich schlimm sind, sodass gerade der Heilerpfad wirklich wieder besser spielbar ist. Hier ist zum Beispiel auch das Problem gewesen, dass die Heilung des Barden nur gruppenbezogen war und man jetzt zum Beispiel bei den Prüfungen, wo man mit 10 Leuten rumläuft und dementsprechend 5 nicht in der eigenen Party sind, diese nicht heilen konnte. Und das wurde jetzt entsprechend überarbeitet, dass das wie bei den anderen Klassen, bei den anderen Heilern auch funktioniert, soll jetzt auch beim Baden stattfinden. Eine weitere Sache, die sie am Baden bearbeitet haben, ist, es gibt ein Anti-Makro-Skript, das kontrolliert, dass man nicht
unmenschlich schnell die Noten eintippt. Und das wurde ein bisschen verbessert, damit Spieler, die wirklich mit den Pfoten oder mit den Händen das eintippen, nicht mit diesem Skript kollidieren, aber dafür Leute, die halt wirklich innerhalb von einer Sekunde 20 Noten einspielen, dass die schon wirklich davon geblockt werden. Es wurde auch ein bisschen an anderen Dingen gearbeitet außerhalb des Barden. Ein großes Problem natürlich immer sind One-Hit-Flächen bei Bossen, die nicht angezeigt werden. Und da wurde auch entsprechend gefixt, dass die sicherer angezeigt werden und nicht die Gruppe wipen, nur weil man gerade eine Anzeige nicht gesehen hat. Wie gesagt, es sollte in diesem Stream nicht um genaue einzelne Punkte gehen, sondern mehr so einen groben Überblick. Und deswegen wird man natürlich die komplette Bugfix-Liste und Balancing-Liste in den Patch-Notes finden, die dann mit dem neuen Modul am 14.06. auch dann kommen wird. Das heißt, wenn ihr Bardenspieler seid, da findet ihr alles. Das wurde in diesem Stream nicht ausführlich behandelt. Beide haben angesprochen, dass die nächste Klasse, sofern nicht groß was dazwischen kommen soll, der Zauberer sein soll, der dann mit dem kommenden Modul bearbeitet werden soll. Und da gibt es einiges zu tun, aber anderes als beim Barden. In seinen Mechaniken sind natürlich nicht so buganfällig wie die des Barden mit den Noten spielen. Deswegen wird es da auch mehr um Balancing gehen, voraussichtlich. Und vor allem geht es darum, dass die Pfade angebalanced sind. Der Arkanist ist viel stärker als der Traumaturg, den ja eigentlich keiner wirklich spielt. Und das ist halt schade. Deswegen sollen die entsprechend gebalanced werden und da hat er ein paar wichtige Dinge angesprochen. Zum einen, was ihm ganz wichtig ist und scheinbar auch dem Team ganz wichtig ist, dass jede Klasse eine Identität hat, also einen bestimmten Stil hat, der einzigartig bleiben soll. Das heißt, wenn es solche Balancing-Sachen gibt, soll es nicht darum gehen, dass alle Klassen gleich sind, sondern nur gleich mächtig sind. Das bedeutet, der Magier, so ist die Vorstellung des Teams und von Robert, der Magier bringt die Big Guns mit. Also der bringt große Explosionen, riesige Bomben und macht mit wenigen langsamen Angriffen sehr viel Schaden. Im Gegensatz zum Trickster, der mit vielen Angriffen viel Schaden anrichtet. Und das Ziel ist, dass beide am Ende den gleichen Schadensoutput haben, aber auf unterschiedlichen Wegen und dass sich jeder Charakter auch anders spielt. Und das finde ich persönlich einen sehr, sehr schönen Weg, sodass jeder das wählen kann, was ihm mehr liegt und jeder seinen eigenen Spielstil damit finden kann. Und wenn ich mit dem Barden, mit den komplizierten Melodien nicht klarkomme, dann spiele ich halt einfach keinen Barden und dann spiele ich halt einfach einen Charakter, der einen anderen Spielstil hat. Und das möchte er auch beibehalten. Das bedeutet, und da kommen wir jetzt dazu, dass es beim Zauberer voraussichtlich mehr um Zahlen gehen wird und nicht darum, dass Skills geändert werden, dass Skills ausgetauscht werden oder dass Cooldowns verändert werden. Der Magier soll langsam bleiben, aber er soll halt einfach dabei mehr Schaden machen. Und das heißt, dass es in diese Richtung gehen soll. Also, ne, es bleibt langsam, aber es wird deutlich mehr Schaden machen und viel wird der Traumaturg bekommen, denn der Arkanist soll scheinbar in internen Zahlen verhältnismäßig gut dastehen mit anderen Damage-Klassen, auch der wird natürlich entsprechende Anpassungen erfahren, aber mehr der Traumaturg, damit da einfach, ja, überhaupt eine Relevanz entsteht. Was kommt nach dem Zauberer? Nun, sie wollten keine Versprechen geben, wie gesagt, es ist verschiedene interne Aspekte, die damit reinkommen, auf die ich gleich noch ein bisschen eingehen werde, und Unplanbarkeiten, die immer dazwischen funken können, deswegen, sie wollen flexibel bleiben, aber es scheint, der Paladin hat gute Chancen, so haben sie das schon mal ein bisschen angekündigt. Und jetzt kommen wir dazu, wie genau funktioniert das eigentlich im Team? Denn das ist natürlich gerade unter Spielern ein bekanntes Problem. Wir finden einen Bug oder wir finden ein Balancing-Problem und wir posten das in einem Stream, in Reddit, in Neverwinter direkt oder im Forum oder. Es gibt ja so viele Kanäle, die wir nutzen können und wir posten dort etwas, und dann passiert nichts. Obwohl wir ja vielleicht teilweise Leute sehr konkret auch schon Lösungsvorschläge geben. Also da gehen sie auch drauf ein, dass das teilweise echt intelligente Posts sind mit genauen Lösungsvorschlägen, aber trotzdem wird es nicht umgesetzt. Warum ist das so? Und das Problem ist, dass hier nicht einfach nur das Problem finden und Problem lösen ist, sondern dass da auch interne Diskussionen und Abläufe stattfinden müssen. Und hier auch immer wieder die Teams zusammenkommen müssen, um mehr oder minder auch gemeinsam an einem Zeitplan zu arbeiten. Denn sie haben halt Zeitpläne, die müssen bearbeitet werden und in diesen Zeitplänen müssen dann auch bestimmte Dinge erledigt werden. Das heißt, es ist dann wieder keine Zeit, um nebenbei noch andere Sachen zu lösen. Und das führt dazu, dass dementsprechend diese
von uns angesprochenen Sachen nicht sofort gelöst werden können, obwohl es für uns so scheint, als wäre es leicht zu lösen. Aber sie sagen explizit, diese ganzen Beiträge im Forum und yada yada sind ihnen sehr wichtig und vor allen Dingen auch sehr hilfreich, weil sie haben natürlich nicht den kompletten Überblick über alle Probleme und sie sind einfach viel, viel weniger als wir Spieler. Wir Spieler haben einfach aufgrund unserer Masse viel mehr Überblick über das Spiel und deswegen sind sie sehr, sehr dankbar über Forumbeiträge, über Listen, wo diese Probleme zusammengefasst sind und auch Vorschläge. Was sie aber auch nochmal angesprochen haben, ist, dass Toxic-Diskussionen müssen natürlich unterbunden werden. Und gerade wenn es um Klassen geht, da hat jeder natürlich sein Herzblut in seiner Klasse. Ich kenne das als Kleriker. Da muss man trotzdem versuchen, ein bisschen empathisch zu sein. Wir spielen zusammen und wir wollen alle zusammen Spaß haben. Und wenn es Toxic-Diskussionen sind, dann müssen die halt einfach geschlossen werden. Dass das ganze Team zusammenkommt und über Dinge spricht, scheint auch relativ neu zu sein. Und das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig jetzt für neue Items. Denn, doch das kennen wir, ein neues Modul kommt und dann ist immer die Frage, okay, sind die alten Items jetzt immer noch besser oder können wir alle unsere Equipment wegwerfen und wir müssen eh den neuen Kram farmen. Und das ist beides demotivierend, beide Wege wären scheiße und deswegen wollen sie es, oder machen sie es momentan so, dass sie schauen, wenn ein neues Modul kommt, was sind die aktuellen besten Slots-Items für Helm, für Rüstung, yada yada. Und dann wird überlegt, ist es hier nötig, ein neues Best-in-Slot-Item zu haben? Oder ist es etwas, was vergleichbar sein sollte? Oder ist das aktuelle Best-in-Slot-Item das, was auch bleiben soll? Also, dass es eine gesunde Mischung ist zwischen Dingen, die sich lohnen zu erfarmen und anderen, wo man sagt, ja, okay, wir bleiben bei unserem jetzigen. Und das macht halt das komplette Team zusammen, sodass da mehr Blickwinkel dann auch reinkommen. Und da sind wir dann auch schon bei einem Item, was, glaube ich, viele Diskussionen auslöst und weiter auslösen wird, und zwar das Band der Luft. Ein Item, was man aus dem Charanda-Modul bekommt, wenn man mit sehr, sehr viel Glück den Dungeon Vault of the Stars in Hardcore läuft, 3 Items von den Special Bossen droppt und dann am Ende den Ring, das Band der Luft, craften kann. Es ist dementsprechend, weil es so schwer zu bekommen ist, ne? Man muss den Dungeon Hardcore laufen, man darf also nicht einmal sterben, muss es auch mächtig sein. Je schwerer es zu bekommen ist, desto mächtiger muss es sein. Das Problem ist, dass dieses Item so mächtig ist, dass es an mehreren Stellen Probleme erzeugt. Zum einen, es ist zu unspezifisch. Es hat ja eine Chance, bei allen Angriffen extra Schaden anzurichten. Und das ist unüblich, denn normalerweise sind Items so, dass sie nur für freie Kräfte wirken. Oder nur für Begegnungskräfte. Oder den magischen Schaden erhöhen. Also, dass sie spezifisch, sondern das Band der Luft ist es nicht. Das ist unspezifisch. Und das führt auch dazu, dass es zu Loop-Problemen führen könnte. Also auch serverseitig kann das ein Problem werden. Das heißt, hier muss natürlich bearbeitet werden. Dazu kommt auch noch, das ist so best in Slot, dass es ist fast unmöglich, einen noch besseren Ring reinzubauen. Das heißt, für neuen Content ist es sehr, sehr schwer, hier irgendwie drüber zu kommen, ohne noch kaputter zu sein. Das heißt, das Band der Luft soll überarbeitet werden. Das ist fest. Das dauert aber so lange, weil sie möchten nicht das Band der Luft zerstören. Die Leute, die sich jetzt die Mühe gemacht haben, sollen auch weiter was davon haben. Und da haben sie den Ribcage angesprochen, der auch besten Slot war und immer noch ist. Da haben sie auch sehr darauf geachtet, das nochmal zu betonen. Es wurde viel darüber diskutiert, als sie den genervt haben, dass er jetzt kaputt ist und tot genervt ist. Und laut internen Zahlen ist er immer noch doppelt so gut als alle anderen Rüstungen. Vorher war er aber 3-mal so gut. Also sie haben ihn deutlich genervt, um 33%, 40%, aber er ist halt immer noch deutlich stärker als alles andere. Und das ist das Ziel, was sie auch mit dem Band der Luft haben. Das ist halt, es soll vergleichbarer werden, schlagbarer, aber es soll immer noch mächtig sein. Es soll immer noch so mächtig sein, dass es sich lohnt, danach zu farmen, denn es muss, wenn es schwer zu erfarmen ist, auch relevant sein. Das bedeutet aber, es kann auch ein bisschen dauern, bis ein Nerf des Band der Luft kommt. Und last but not least etwas, was ich persönlich auch sehr schön fand damals, die Klassen- und Rassenquests. Alte Hasen werden sich noch erinnern, es gab für jede Klasse und jede Rasse individuelle Quests, die man in den verschiedenen Gebieten gefunden hat, die dann aber auch nur diese Rasse oder diese Klasse machen konnte. Und das war sehr, sehr schön, weil es halt Lore gab und weil es auch Content gab, den
der einen gewissen Wiederspielwert bot, weil man diesen ja nur bekommen konnte, wenn ich die richtige Klasse oder die richtige Rasse auswählen konnte. Die wurden rausgenommen irgendwann, gibt es gar nicht mehr und das ist natürlich sehr, sehr schade und es wurde auch nicht genau erklärt, warum sie rausgenommen wurden, aber es wurde gesagt, dass sie vermutlich nicht wiederkommen werden, denn das Problem ist, und das können wir uns natürlich auch wieder alle vorstellen, Ressource Zeit. So eine Quest zu erarbeiten dauert immer Zeit und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist bei Quests, die für jeden spielbar sind, natürlich deutlich besser als bei einer Rassenquest oder bei einer Klassenquest, die nur einer von 9 Klassen spielen kann. Deswegen wird es sie vermutlich nicht so schnell wiedergeben, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, aber auch verständlich. Also ich finde, das gibt einen guten Einblick auf die Zukunft und ich finde auch einen positiven Einblick auf die Zukunft, dass man eine Klasse wirklich als Großes sieht und dort lange dran arbeitet, um die möglichst ausführlich und auch als Ganzes zu bearbeiten und nicht an vielen Ecken gleichzeitig. Natürlich führt das dazu, dass sich andere Klassen in der Zeit benachteiligt fühlen und vor allen Dingen im Stich gelassen fühlen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle nachfühlen können, wenn ich jetzt der Paladin-Spieler bin und jetzt schon seit so langer Zeit sehe, dass die Probleme existieren bei meiner Klasse und dann höre, ja, ihr müsst noch vielleicht 2 Module warten, bis irgendwas bei euch gemacht wird, ist das natürlich traurig. Man muss einfach sehen, das Ziel ist immer noch da, es wird nicht aus den Augen gelassen. Es ist leider Geduld, Geduld, Geduld. Aber ich glaube, denn wenn dann diese Bearbeitung kommt, wird es eine umfassende Bearbeitung sein und nicht nur an einer Stelle und dann der Rest der Probleme, die wir gesehen haben, werden nicht bearbeitet, weil keine Zeit ist, sondern es wird dann versucht, alles zu bearbeiten. So viel zu diesem Stream. Falls ihr der Meinung seid, ich habe noch irgendwas vergessen, schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Lasst uns auch gerne darüber diskutieren. Vielleicht seid ihr der Meinung, ihr findet das total doof, dass beim Zauberer nicht die Cooldowns verändert werden, dass der nicht schneller angreift, dass er nicht genauso schnell angreift wie ein Barde oder wie ein Trickserschurke. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir diskutieren ein bisschen drum. Ich habe über viele Klassen nicht so viel Ahnung, aber andere von euch vielleicht. Und dann könnt ihr darüber diskutieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.